Ja, moin, servus und hallo. Wieder hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir hatten ja jetzt in den letzten zwei Videos mal so mehr oder weniger auch immer diesen 320 CDI 210er mit im Boot, wo ja das Fahrzeug bei mir komplett angeliefert wurde, ohne Injektoren und so weiter, wie man das jetzt hier auch gut erkennen kann im Groben. Und alle, die das jetzt nicht so mitbekommen haben, euch hole ich jetzt erstmal hier wieder ab, nehme euch einmal mit rein und wir rekapitulieren einfach mal, wo wir jetzt hier stehen, was jetzt inzwischen schon passiert ist, was wir jetzt noch rausgefunden haben und wie es jetzt hier in diesem Video weitergeht. Also, wir haben ja hier einen S210 320 CDI mit dem OM613 Reihen 6 Zylinder Diesel und das Fahrzeug wurde angeliefert mit ausgebauten Injektoren und aus dem ersten Zylinder hat es den Injektor während der Fahrt etwas rausgeschoben. Dann hat der Kunde das Auto weggestellt, 2019 dann alles ausbauen lassen oder zusammen mit jemandem, der eine Werkstatt hat, ausgebaut. So habe ich das Fahrzeug jetzt hierher bekommen. Das ist jetzt so der ganz schnelle und grobe Überblick, was jetzt hier oder wie das Ganze jetzt hier bei mir gelandet ist. Wir hatten ja auch gesagt, vom Zustand her, des Fahrzeugs an sich, von der Ausstattung her und allem, muss das Fahrzeug einfach wieder ordentlich laufen und ordentlich funktionieren, weil es einfach wirklich ein sehr, sehr schicker 210er ist. So, jetzt aber zum jetzigen Stand und worum es jetzt hier heute gehen soll. Und zwar haben wir jetzt schon inzwischen den Ventildeckel mal runtergebaut. Das kann ich euch gut zeigen mal. Der Kollege liegt hier. Das ist einmal der Ventildeckel. Und dann hatten wir ja festgestellt in einem vorangegangenen Video, dass hier, halt Quatsch, wir müssen mal einmal hier nach vorn. Hier ist dann der erste Zylinder, hier sitzt der Injektor drin. Hier kommt dann diese Injektor-Halteschraube rein. Und hier wurde auf dem ersten und auf dem zweiten Zylinder ein Helikohl gesetzt. Die haben wir jetzt hier wieder raus operiert. Und das Ganze sieht so aus hier. Hier haben sie sogar, das war glaube ich der erste Zylinder, haben sie so ein Doppelhelikohl sogar gesetzt. So, und das war hier im zweiten Zylinder. Quasi hier diese Schraube. Wir vermuten jetzt ganz stark, dass diese Schraube im ersten Zylinder gesessen hat. Weil wir haben nämlich festgestellt, dass das Gewinde, welches ja normalerweise hier unten ganz tief im Zylinderkopf sitzt, ist hier komplett ausgenuddelt. Also hier ist kein Gewinde mehr vorhanden. Das heißt, die Schraube hält hier gar nicht. So, und deswegen haben sie wahrscheinlich den Helikohl gesetzt. Und um richtig weit runterzukommen, weil wahrscheinlich auch noch Dreck und alles drin war, haben sie jetzt dann einfach diese Unterlegscheiben drunter gesetzt. Wie gesagt, alles so ein bisschen, ja, sehr fusch am Bau, muss man sagen. Und um die ganze Sache natürlich ordentlich funktionierend hinzubekommen, haben wir jetzt gesagt, machen wir es natürlich ordentlich. Und was wir da machen, zeige ich euch jetzt gleich. Wir haben jetzt übrigens, das hatte ich auch im letzten Video erzählt, hatten wir ja nur drei solche Haltespangen für die Injektoren. Und jetzt haben wir nochmal hier drei weitere da, alle sechs. Und auch diese Spangen, die für die Rücklaufleitung sind, beziehungsweise die Leckölleitung, die ja hier liegt, haben wir jetzt nur zwei Stück da gehabt. Da habe ich jetzt auch noch weitere vier bestellt. Selbst solche kleinen Sachen kosten inzwischen sehr viel Geld und es dauert auch ein bisschen, bis man die bekommt. Die hole ich aber auch jetzt morgen dann wahrscheinlich bei Mercedes ab. Dann müssen wir natürlich jetzt, wenn wir einmal so weit sind, einmal hier diesen Ölabscheider, das ist ja der alte, da haben wir hier einmal einen neuen. Dann natürlich, wenn der Ventildeckel runter war, eine neue Ventildeckeldichtung. Und das Ding haben wir ja nun schon hinreichend mit in den Videos drin. Jetzt möchte ich euch aber erstmal eins zeigen. Und zwar, wir haben ja zum Glück genug von diesen neuen Schrauben da. Und deswegen möchte ich euch jetzt ganz kurz mal zeigen,
was hier das Thema ist. Wir haben natürlich jetzt hier die Schächte ordentlich gereinigt. Das heißt, überall, wo die Schrauben reingehören, egal wo die Injektoren sitzen, das ist jetzt alles ordentlich sauber. Und wenn ich jetzt hier einfach mal die Schraube reinmache, zack, und jetzt mal hier drehe, ist das erste Stück fest. Und es ist aber hier, ich hoffe, man kann es erkennen, es wackelt einfach extrem hin und her. Das Ganze hat hier keinen Halt in dem Gewinde mehr. Das ist hier komplett vermehrt. Wenn man jetzt mal schaut, wir nehmen jetzt einfach mal den dritten Zylinder, gehen hier mal rein, dann sehen wir auch schon, wie weit die jetzt noch ins Gewinde reingeht. Wenn wir jetzt hier mal schauen, wie viel wir jetzt hier noch Gewinde haben. Und wenn wir jetzt mal hier vorne reingehen, wie tief die hier reinfällt. Zack. Also die ist schon viel zu weit unten drin. Und man muss sich ja jetzt vorstellen, jetzt kommt eigentlich noch der Ventildeckel und diese Haltespange. Das kann nicht funktionieren. Genau, deswegen machen wir jetzt Folgendes, so wie sich das auch ordentlich gehört. Und das soll jetzt auch das hauptsächlichste Thema hier in diesem Video sein. Und zwar haben wir hier einmal unsere Reparaturgeschichte, die wir dafür immer nehmen. Und zwar setzen wir hier einmal ein neues Gewinde unten rein für die Halteschraube. Das Ganze sieht so aus hier. Das ist einmal ein M7 oder M8. M8 müsste das sogar sein. Von M8 auf M6, genau. Und zwar ist das Außengewinde jetzt hier ein M8. Das bohren wir dann quasi unten im Zylinderkopf eine M8-Gewinde rein. Und dann haben wir hier innen quasi das normale M6 mit 1er Steigung, wo dann die Halteschraube reinkommt. Heißt, wir machen quasi einmal neues Gewinde. So sieht die ganze Sache aus und das werden wir jetzt hier in dem Video machen, dass das Ganze dann Hand und Fuß hat, nicht mit so einem Helikohl und dann auch nicht erst recht noch oben im Ventildeckel. Ihr seid jetzt erstmal wieder auf dem aktuellsten Stand, was hier die ganze Sache angeht. Übrigens haben wir auch wieder natürlich unseren großen Spaß hier mit den Glühkerzen. Das ist aus dem ersten Zylinder die Glühkerze. Die sind alle nicht unsere Freunde. Die sitzen natürlich, das Auto war jetzt ewig nicht an. Wie gesagt, zuletzt gelaufen 2018, 2019. Und die sehen jetzt so vom Schaft ja gar nicht schlecht aus, die Glühkerzen, aber natürlich im Gewinde komplett festgerostet. Und das ist natürlich eine Sache. Wir haben jetzt hier schon Boltex rein, wir haben diesen Liqui-Moly Glühkerzen und Injektorenlöser reingesprüht, mehrfach. Haben wieder unseren speziellen Schlagschrauber, den hatte ich euch ja auch schon mal in einem extra Video vorgestellt, hier, der extra für Glühkerzen ist, um das Ganze sorgsam auszubauen. Aber natürlich, es ist alles ein bisschen fummelig und es ist halt, man muss mal ein bisschen Zeit mitbringen. Ansonsten wird es nur noch schlimmer. Übrigens mal so nach dem Motto, täglich grüßt das Murmeltier. Haben wir hier wieder eine schöne Litanei. Turbolader, Ansaugbrücke, ja, AGR, Rehleitungen und so weiter. Was sagt uns das? Ja, ich denke mal, ihr habt es vielleicht schon im Hintergrund gesehen. Wir haben hier wieder einen wunderschönen, ja, es ist ein Vito, bisschen umgebaut auf Viano. 3 Liter V6. Was sagt uns das wieder? Wir schauen mal ganz kurz rein. Tada, einmal wieder Ölkühler. Da ist der Kollege, muss einmal neu. Da hat man ja aber auch schon ein Video gemacht. Da gehen wir jetzt hier nicht nochmal wieder drauf ein. Übrigens haben wir dann auch noch festgestellt, ja, hier, damit das Ganze auch hier rund wird und passend zu dem Fahrzeug da drüben, ja, undichter Injektor auf dem ersten Zylinder. Den müssen wir natürlich auch gleich einmal mit raus und neu abdichten. Die anderen sehen alle gut aus. Ja, das ist dann so das nächste Thema, was jetzt hier auch noch nebenbei mit ansteht. Also langweilig wird uns nicht. Ich würde sagen, jetzt genug gequatscht. Jetzt wird mal wieder was hier gemacht und da würde ich sagen, setzen wir jetzt einmal das neue Gewinde für die Halteschraube vom Injektor und schauen mal, dass das dann alles wieder ordentlich instand gesetzt ist. Los geht's!
Dann haben wir die Dichtfläche für den Ventildeckel gereinigt und den Ventildeckel mit einer neuen Dichtung versehen und diesen dann aufgelegt und festgeschraubt. So, und da sind wir schon fertig mit der Gewindereparatur. Man kann das Ganze natürlich auch mit montierten Ventildeckel machen. Das haben wir jetzt auch noch hier am zweiten Zylinder gemacht. Den haben wir jetzt auch nochmal hier eine neue Gewindehülse eingesetzt, damit das auch hier auf Nummer sicher ist, weil hier war ja auch dieser Helikohl eingesetzt. Deswegen haben wir hier nochmal auf Nummer sicher auch eine Gewindereparatur durchgeführt. Haben jetzt schon, wie ihr das ja auch gesehen habt, die zwei ersten Injektoren eingesetzt. Hier schon die neue Leitung angeschraubt. Jetzt müssen nur noch 3, 4, 5 und 6 rein. Sagt, alles nochmal reinigen, richtig schick machen. Wie gesagt, für den Sitz, wo die Injektoren drin sitzen, gibt es hier so ein, ja, so eine Fräse, nur auf Handbetrieb natürlich, hier einmal einsetzen das Ganze und dann kann man hier unten wunderbar einmal diesen Sitz säubern, nochmal auspusten und dann funktioniert das Ganze. Aber das hatten wir ja schon mal in einem separaten Video schon mal vor einiger Zeit schon mal gezeigt, darauf gehen wir jetzt natürlich nicht ein. So, das sollte heute jetzt einmal, ja, ich sag mal, die Anleitung sein für so eine Gewindereparatur. So ein Satz für diese ganze Reparatur kostet jetzt nicht gerade wenig Geld. Ich sag mal, wenn man wirklich mehrere von diesen, ja, Gewinde neu machen muss, dann lohnt sich auch mal der Kauf von so einer Sache. Ansonsten denke ich mal, macht es dann vielleicht doch mehr Sinn, in die Werkstatt zu gehen. Gut, würde ich sagen, sind wir hier wieder durch für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen hoch und Abo nicht vergessen, wer es noch nicht gemacht hat. Alle kostenlos und wir bleiben natürlich dran an der Sache. Wie gesagt, heute sollte es erstmal ja nur um die Gewindereparatur gehen. Wir werden uns jetzt noch mit zwei Glühkerzen beschäftigen, die jetzt noch nicht rausgehen wollten. Eine müssen wir ausbohren, da ist noch die Hülse drin und das werden wir alles jetzt noch fertig machen und wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, ob der Kollege hier jetzt nach 3-4 Jahren Standzeit dann wieder ordentlich und vernünftig läuft. Bleibt dran, es wird weitergehen an dem Fahrzeug. Bis dahin, euer Sven. Ciao.